Ich möchte also jetzt die Ursprünglichkeit der Arten vorstellen, den Vortrag, der Aufforderung von Papst Pius dem 12. entsprechen soll, die Evidenz für und gegen die Evolutionstheorie vorzustellen und miteinander abzuwägen. Ich möchte beginnen mit einer Definition des Begriffs von Evolution, weil viel Verwirrung in dieser Diskussion entsteht, oft dadurch, dass man es abrückt von der naturwissenschaftlichen Definition von Evolution, gefolgt von der Suche nach Beweisen für die Evolutionstheorie in diesen verschiedenen Forschungsgebieten, um schließlich zu den Beweisen für die Ursprünglichkeit, die Konstanz der Arten überzugehen. Die Definition von Evolution wurde gegeben von Charles Darwin im Jahr 1859 mit der Veröffentlichung seines Buches The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life, also der Ursprung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der bevorzugten Rassen im Kampf ums Dasein. Und damit hat er schon den wesentlichen Gedanken ausgesprochen, worum es geht, um Survival of the Fittest. In seinem Buch finden wir diesen Baum des Lebens, er drückt das Grundkonzept aus, er stellt von unten nach oben eine zeitliche Abfolge dar, die lehrt, dass es eine gemeinsame Abstammung aller Arten von einem oder wenigen ursprünglichen simplen Kreaturen gab, dass es eine kontinuierliche, schrittweise Veränderung gab. Es gab also alle Zwischenwesen, alle Organe waren halbfertig, in halbem Zustand für lange Zeit vorhanden. Und ganz wichtig, die Evolutionstheorie besagt, dass allein durch Naturprozesse neue Organe und Funktionen entstehen können. Das ist der Schlüsselpunkt, auf den wir immer wieder zurückkommen werden. Und der Mechanismus, den die Evolution anwenden soll, wie sie also das Erbgut verändert, da wird die Mutation genannt, also das zufällige Verändern von Erbgut durch Chemikalien, durch Strahlung, durch andere Umwelteinflüsse. Es gibt die Rekombination, dass Individuen verschiedenen Geschlechts ihre Gene miteinander vermischen, den Gentransfer macht man sich bei der Gentechnik zunutze, dass Bakterien ihr genetisches Material in andere Wirtswesen einschleusen. Alles das führt neues genetisches Material hinzu, verändert damit den Genpool. Dann gibt es einen Mechanismus, durch den ich genetisches Material abführen kann. Das ist zum hauptsächlich in die Selektion, natürlich oder durch den Menschen, die Genelimination, ein zufälliger Verlust von Genen und die Gendrift durch Isolation von einer Teilpopulation, da kommen wir noch drauf. Am wichtigsten aber sind die beiden Begriffe und Mechanismen Mutation und Selektion. Chance and Necessity, Zufall und Notwendigkeit. Also Darwin hat einen Mechanismus vorgestellt, mit dem er vorschlug, dass hier die Ordnung, die wir in der Natur sehen, nicht durch Zufall alleine entstanden wäre, sondern durch Zufall und Notwendigkeit. Selektion, das Ausmerzen des schlechter Angepassten, des weniger Fitten in den Umweltbedingungen, besonders bei Krisensituationen, das ist der Schlüssel zur Entstehung neuer Arten. Durch den Tod der Schwächeren, durch den Tod der Langsameren, durch den Tod der weniger Resistenten gegen Umwelteinflüsse oder derer, die mehr Energie brauchen bei einer Hungerkrise und so weiter und so weiter. Dadurch entsteht Besseres, entsteht Höheres, Komplexeres, so seine Theorie. Eine wissenschaftliche Theorie wird nur dann Wissenschaft genannt und darf nur dann in den Lehrbüchern stehen, wenn sie zwei Dinge erfüllt, per Definition. Sie muss beobachtbar sein und reproduzierbar. Wenn diese beiden Dinge nicht gegeben sind, handelt es sich nicht um Wissenschaft und darf nicht in die Lehrbücher. Das werden wir jetzt im Folgenden untersuchen, ob diese Anforderungen von Darwinismus erfüllt sind. Wir suchen also nach Beweisen in verschiedenen Forschungsgebieten und beginnen mit der Molekulargenetik. Dieser Wissenschaftsbereich untersucht Ähnlichkeiten zwischen den DNA-Molekülen zum Beispiel und oder Proteinen, also sehr langen, komplexen chemischen Molekülketten, chemische Maschinen, und vergleicht diese unter den verschiedenen Arten und versucht daraus Verwandtschaftsbeziehungen abzuleiten, so der Anspruch dieses Forschungszweiges. Und die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich schon das Schlagwort gehört, Affe und Mensch haben 99% ihrer Gene gemeinsam. Nicht wahr? Und das klingt auf den ersten Blick sehr, sehr stark und scheint dann, wie es vorgestellt wird, ja wirklich ein Beweis zu sein für die Evolutionslehre, für die Abstammung des Menschen vom Affen, dann sind wir ja fast dasselbe, würde man da herauslesen. Aber ich hoffe, Sie erkennen bereits von den Bildern einen kleinen Unterschied, der über 1% hinausgeht. Wenn nicht, dann möchte ich trotzdem jetzt über ganz grundsätzliche Einwände gegen dieses Argument sprechen. Nämlich zum Ersten, es ist ein logischer Fehlschluss,
generell von Ähnlichkeit auf Abstammung zu schließen. Das geht nicht, das ist ein Trugschluss. Nehmen wir zum Beispiel die Welt der Technik. Die Transistoren und Widerstände und Kondensatoren, die man im Fernseher findet, sind zum Beispiel die gleichen in der Armbanduhr. Daraus kann ich nicht schließen, dass der Fernseher durch Mutation und Selektion, durch Evolution aus der Armbanduhr hervorgegangen wäre. Ich kann vielmehr rückschließen, dass der gleiche Ingenieur gleiche Lösungsmechanismen-Methoden angewendet hat, um gleiche technische Probleme zu lösen. Genau das Gleiche gibt es in der Natur. Wir sehen sehr viele sogenannte homologe Organe, also Organe, die verschiedene Wesen haben, die sehr kompliziert sind und die sich sehr stark gleichen, obwohl diese Wesen nach gängiger Übereinstimmung gar nicht in direkter Abstammung miteinander stehen. Zum Beispiel hier der Specht mit seiner ausziehbaren Zunge, auf deren Oberfläche sich eine klebrige Flüssigkeit befindet, ein klebriges Material, mit der er die Insekteneier aus den Astlöchern herausholen kann. Ein wunderbarer Hightech-Mechanismus. Erstaunlicherweise haben völlig nicht verwandte Kreaturen wie Erdferkel, Ameisenbären, Schuppentier genau den gleichen komplexen Aufbau in sich. Wenn man nur diesen betrachten würde, dann müsste man die Schlussfolgerung treffen, dass entweder der Specht vom Erdferkel oder umgekehrt abstammen würde. Niemand behauptet das. Also allein das beweist, dass Ähnlichkeit nicht zwangsläufig mit Abstammung zu tun haben muss, sondern eben mit funktionaler Anforderung bzw. mit dem gleichen Ingenieur. Man könnte sehr viele solche Beispiele anführen, wo Untersuchungen der Gene oder der Proteine zu sehr erstaunlichen Verwandtschaftsverhältnissen geführt haben. Ich nehme jetzt nur mal eins. Das Mouse Genome Sequencing Konsortium berichtet im Jahr 2002, dass auch die Maus 99% ihrer Gene mit dem eines Menschen gemeinsam hat, mit dem wir Menschen gemeinsam haben. Mit der gleichen Logik müsste man jetzt also schlussfolgern, dass die Maus vom Menschen stammt. Keiner wird das tun. Deswegen gibt Takahata in The Annual Review of Ecology and Systematics 1995 zu, sogar mit DNS-Sequenzdaten haben wir keinen direkten Zugang zum Evolutionsprozess, weshalb eine objektive Rekonstruktion der verschwundenen Vergangenheit nur durch kreative Vorstellung erreicht werden kann. Und das ist nicht Beobachtung, das brauchen wir in der Naturwissenschaft, Beobachtung. Zum zweiten Einwand gegen dieses Argument mit dem 99%. Als der Vergleich zwischen Menschen- und Schimpansengenom gemacht wurde, hat man nicht das gesamte Genom zugrunde gelegt, sondern lediglich 3%. Also die Aussage 99% sind gleich, stammen von den 3% aus dem Menschengenom und dem Affengenom, das man gegenübergestellt hat. Die 97% hat man nicht angeschaut dafür. Warum? Weil man davon ausging, dass diese 97% keine Funktion haben. Wie kam man zu diesem Schluss? Weil man keine Funktion gekannt hat, weil man sie nicht gefunden hat. Man machte also den Schluss von, ich finde keine Funktion auf, es hat keine Funktion. Das ist sicherlich ein nicht adäquates Vorgehen. Es ist ähnlich, wie wenn ich die Motorhaube eines Autos öffne, sehe viele Ventile und Schläuche und verstehe nicht, was ihre Funktion ist und schließe daraus, sie haben keine Funktion. Das würde niemand von uns tun. So war aber die Vorgehensweise bei diesem Vergleich. Man hat vorausgesetzt, dass es Evolution gegeben hat, also ist es nur naheliegend, dass im Genom und wie wir sehen werden auch in den anderen Organen des Menschen sehr viel Überbleibsel eines Evolutionsprozesses vorhanden wären. Und somit wurde dem wenig Widerstand geleistet, dass man behauptet hat, 97% der DNA wären sogenannte nicht kodierende Gene, die einfach nur Abfall-DNS wären. Die Forschung ist fortgeschritten und hat gefunden, dass diese sogenannte Abfall-DNS doch kein Abfall ist und Funktionen wurden entdeckt. So schreibt Rachel Noack bereits 1994 im Science-Magazin, genügend Gene wurden bereits entdeckt, die zeigen, dass das, was einst für Abfall gehalten wurde, definitiv in wissenschaftlichen Code übersetzt wird. Und wir wissen heute, dass die Aufgabe dieser Genbereiche vor allem in der Regulation, in der Steuerung, in einer übergeordneten Ebene der anderen Genbereiche liegt. John Mattick ist einer der Pioniere bei der Erforschung der Funktionalität der nicht kodierenden DNA. Er schreibt in Catalyst im Jahr 2003, das Versagen, die Bedeutung der nicht kodierenden DNA zu erkennen, wird als der größte Fehler in der Geschichte der Molekularbiologie betrachtet werden. Und heute ist dieses Dogma der Molekularbiologie definitiv gefallen. Weitere Studien zum Vergleich zwischen Mensch und Affe, die immer mehr des gesamten Genoms nur mit einbeziehen, kommen zu ganz anderen Ergebnissen. Science berichtet im Jahr 2007, dass der 1%-Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse ein Mythos wäre.
Ironischerweise war es Science selber, das Jahrzehnte zuvor genau diesen Mythos in die Welt gesetzt hat. Wobei nicht Science direkt, sie haben zwar dieses Ergebnis veröffentlicht, aber sie haben durchaus noch unterschieden und herausgestellt, dass nicht das ganze Genom betrachtet wurde, sondern nur 3%. Aber es wurde dann herausgebracht in den Museen, in den Schulen, in den Universitäten, überall, dass man nur eben diese 3% berücksichtigt hat. Man hat den Artikel nicht gründlich genug gelesen. Dann im Jahr 2005, das Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium schreibt in Nature, dass der Unterschied schon 4% beträgt. Hahn et al. 2006 6,4% und Geschwind und Al finden allein von einem Vergleich der Gehirngene bereits 17,4% Unterschied. Und man darf gespannt sein, wie die Entwicklung weitergeht. Wir finden also keinen Beweis für die Abstammung des Menschen oder für Evolution in der Molekularbiologie. Kommen wir zu einem anderen Forschungszweig, der Embryologie. Das Grundprinzip der Embryologie hinsichtlich der Evolutionstheorie, warum es so wichtig ist als Forschungsfeld, ist das von Ernst Haeckel vorgestellte sogenannte biogenetische Gesetz. Die Grundaussage lautet, Ontogenie wiederholt Phylogenie. Was verbirgt sich hinter diesem Satz? Ontogenie, das ist die Entwicklung des menschlichen Embryos im Mutterleib und diese würde nach Ernst Haeckel die Stammesgeschichte von Einzeller über Fisch, Amphibium, Reptil, Säugetier zum Menschen wiederholen. Im Mutterleib. Und Julian Huxley, einer der wichtigsten Promotoren der Evolutionstheorie, der sich sehr für deren Verbreitung eingesetzt hat, schreibt im Jahr 1958, also 100 Jahre, nachdem Charles Darwin sein Buch veröffentlicht hat und nachdem 100 Jahre Forschung in den verschiedensten Wissenschaftsbereichen zurückliegen, sagt er, was der wichtigste Beweis all dieser Forschung ist. Er schreibt, die Embryologie gibt uns den schlagendsten Beweis für Evolution. Viele Tiere, die als Ausgewachsene extrem unterschiedlich sind, sind als Embryonen schwer auseinanderzuhalten. Du selbst, als du ein junger Embryo warst, warst sehr ähnlich zu den Embryos der Eidechsen, Hasen, Hühner, Katzenhaie und anderer Wirbeltiere. Die einzige vernünftige Erklärung ist, dass wir Wirbeltiere alle durch gemeinsame Abstammung verbunden sind. Und was ist der Befund? Was hat man gefunden? Was wurde veröffentlicht? Diese Zeichnungen, die Ernst Haeckel angefertigt hat. Die Aussage dieser Zeitung ist folgendes, dieser Zeichnung. In der ersten Zeile finden wir die Embryonen in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung von Fisch, Salamander, Schildkröte, Huhn, Schwein, Rind und Kaninchen und ganz rechts in der rechten Spalte des Menschen. In der nächsten Zeile, wie sich diese Embryonen schon ein bisschen mehr unterscheiden auf einem fortgeschrittenen, aber vergleichbaren Stand der Embryonalentwicklung und schließlich auf einem sehr fortgeschrittenen Stand, wo sie sich dann ganz deutlich unterscheiden. Und die Grundaussage ist eben, je weiter wir zurückgehen, desto mehr ähneln sie sich und vor allem ähneln sie alle dem Fisch. Genau hierher kommt die Veröffentlichung von Julian Huxley, die wir gerade gesehen haben, genau darauf basiert sie, auf diesen Zeichnungen. Es hat 120 Jahre gedauert, bis ein britischer Anatom namens Michael Richardson mit modernen Mikroskopen, die wir heute zur Verfügung haben, mit Kameras, die Embryonen verschiedener Wesen auf dem gleichen Entwicklungsstand fotografiert hat und veröffentlicht hat in der Fachliteratur und einen direkten Vergleich mit den Zeichnungen von Haeckel ermöglicht hat. Und wir sehen, dass beim Menschen, hier die Zeichnung Haeckel in der ersten Zeile, durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit der Darstellung Haeckels hat. Beim Hasen hingegen finden wir diese ganzen Strukturen überhaupt nicht mehr. Beim Huhn ebenfalls völlig anders, als Haeckel es darstellt. Bei der Schildkröte, beim Salamander und beim Fisch in keiner Weise. Das ist der Dottersack, der gehört nicht zum Embryo. Aber man sieht hier die feinen Strukturen und die sind entscheidend. Die gibt es ja gar nicht. Also zeigt uns die empirische Wissenschaft, dass etwas falsch sein muss mit den Zeichnungen Haeckels. Und er wurde bereits zu seiner Zeit hierfür kritisiert, konnte sich aber durchsetzen. Und bis zum heutigen Tag werden diese Zeichnungen veröffentlicht. Michael Richardson schreibt über diesen Fund in The Times London in einem Interview. Dies ist einer der schlimmsten Fälle von Wissenschaftsbetrug. Es ist schockierend, dass jemand, den man für einen großen Wissenschaftler gehalten hat, absichtlich in die Irre geführt hat. Was er, Haeckel, tat, war, einen menschlichen Embryo zu nehmen und zu kopieren. Und dabei gab er vor, dass der Salamander und das Schwein und all die anderen auf der gleichen Entwicklungsstufe gleich aussehen würden. Sie sehen nicht gleich aus. Das sind Fälschungen.
Und bis zum heutigen Tag wird versucht, wenigstens Reste dieses biogenetischen Grundgesetzes zu retten. Man behauptet zum Beispiel, der menschliche Embryo hätte Kiemenspalten im Laufe seiner Entwicklung. Aber das sind in keiner Weise Kiemenspalten, das sind Hautfalten, die entwicklungsbedingt sind, die konstruktionsbedingt sind, entfaltungsbedingt kann man sagen. So schreibt Hickman im Lehrbuch Integrated Principles of Physiology, die Kiemenbögen dienen keiner Atmungsfunktion, weder in den Embryos noch in Erwachsenen. Der richtige Name ist Pharyngealbögen. Und was ist ihre Aufgabe? Pharyngealbögen tragen nicht nur zur Bildung des Halses bei, sondern spielen auch eine wichtige Rolle bei der Bildung des Gesichts. Es sind also die Vorstufen der Gesichtsbildung und Halsbildung. Am Ende der vierten Woche wird das Zentralgesicht durch das Stomodium gebildet, umgeben vom ersten Paar der Pharyngealbögen. Weiter hört man bisweilen immer noch davon, dass das menschliche Embryo sollte einen Schwanz haben. Und das würde ja wohl beweisen, dass wir von den Tieren stammen. Diese Struktur hier wird Schwanz genannt von manchen. Hier sehen wir Aufnahmen mit Magnetresonanzspektroskopie, also wo man den Embryo des Menschen auf verschiedenen Entwicklungsstadien durchleuchtet hat. Und hier kann man erkennen, ob es sich wirklich um einen Schwanz handelt. Das ist diese Struktur hier in dem frühen Stadium zu erkennen, ansonsten ist es noch relativ wenig entwickelt. Und wir sehen, was im nächsten Stadium passiert. Es entwickeln sich die inneren Organe, der Vorderteil des Körpers quasi, immer mehr, während diese am Anfang bereits vorhandene sogenannte Schwanzstruktur sich nicht verändert. Mit anderen Worten, dieser Bau ist lediglich das Konstrukt, das Gerüst, das zuerst kommt. Und dann wird alles andere hinzugefügt. Es ist aber nicht so, dass es sich hier um einen überzähligen Gewebewulst handelt, der dann zurückgenommen würde, wie bei einem Schwanz. Nein, es ist das Stützgerüst, auf dem und von dem alles andere her aufgebaut wird. Deswegen schreibt Bars in The Human Nervous System, mehr in Richtung Schwanz bildet sich durch sekundäre Neurulation das Rückenmark, was durch das Zusammenwachsen der Kettenbläschen geschieht. Die Bläschen werden aus dem schwanzartigen Vorsprung entnommen, einer Masse von pluripotenten Zellen, also Zellen, aus denen sie verschiedene andere bilden können, die sich rückenseitig am Steißbein befindet. Und O'Rahilly in Human Embryology and Teratology, überzählige Wirbel, die sie später rückbilden würden, sind nicht vorhanden und somit existiert kein Schwanz. Und die Schwanzkuppe scheint besonders in der fünften Woche spitz zuzulaufen, da sie nur Nervenröhren enthält, aber sie ist in keinem Sinne ein späterer Wirbel enthaltender Schwanz. Also auch das lässt sich aus der Fachliteratur sofort widerlegen. Trotzdem finden wir es in Wikipedia und in anderen sehr einflussreichen Lexika immer noch so dargestellt, als hätte der Mensch Schwanz und Kiemen. Hier besteht also großer Aufklärungsbedarf und das hat Walter Bock in einem Science-Artikel bereits 1969 formuliert und gesagt, zudem hat sich das biogenetische Gesetz so tief im biologischen Denken verwurzelt, dass es nicht herausgerissen werden kann, obwohl von zahlreichen Gelehrten, aufeinanderfolgenden Gelehrten gezeigt worden ist, dass es falsch ist. Also auch hier kein Beweis für die Evolutionstheorie aus der Embryologie zu finden. Kommen wir zur Anatomie. Wieder ein deutscher Forscher des 19. Jahrhunderts hat die Welt mit einem Irrtum beglückt. Er sagte, dass es im Menschen 100 rudimentäre Organe gäbe. Überbleibsel der Evolution, analog zur Abfall-DNS, Organe, die ganz oder teilweise ihre Funktion eingebüßt hätten. Und dies wäre ein Beleg für die Evolutionslehre. Ganz prominent ist der Blinddarmfortsatz, den man als funktionslos betrachtete und Überbleibsel aus einer anderen Zeit mit einer anderen Ernährungsweise. Man hat ihn sehr häufig rausgenommen und dachte, man nimmt nur ein funktionsloses Organ heraus. Heute ist auch hier die Forschung weiter vorangeschritten und hat Funktionen entdeckt. Bocus schreibt in Gastroenterology, dem Blinddarm wird im Allgemeinen keine bedeutende Funktion beigemessen. Allerdings tendieren aktuelle Befunde dahin, ihn ins Immunsystem einzubinden. Und in der Tat, wir wissen heute, dass der Blinddarm insbesondere in den ersten 10 Lebensjahren wichtig ist zum Aufbau von Antikörpern, zur Immunabwehr. Später dann können andere Organe diese Funktion übernehmen. Deswegen macht es nicht viel Schaden, wenn der Blinddarm herausgenommen wird. Ja, bitte? Blinddarm oder der Appendix? Der Appendix, ja, genau.
John Radcliffe schreibt in Your Body and How It Works über ein weiteres sehr wichtiges Organ in diesem Zusammenhang, über die Mandeln. Auch da hatte man gedacht, dass es ein Evolutionsüberbleibsel wäre. Die Mandelentfernung, so schreibt er, ist die am häufigsten durchgeführte Operation. Die Ärzte dachten einmal, dass die Mandeln einfach zwecklose evolutionäre Überreste wären und nahmen sie heraus, in der Annahme, dass es nicht schaden könne. Heute gibt es beträchtliche Evidenz, dass es mehr Schwierigkeiten im oberen Atmungstrakt gibt, nachdem die Mandeln entfernt wurden, als davor. Und die Ärzte stimmen im Allgemeinen darüber ein, dass eine einfache Mandelvergrößerung keine Indikation für eine Operation ist. Denn man hat auch hier Funktionen entdeckt. Zusätzlich zur Produktion von Lymphozyten sind die Mandeln bei der Synthese von Immunoglobulin aktiv. Also wieder kein Beweis. Aus der Anatomie auch keinen Beweis zu finden. Und der gleiche Fehlschluss wie bei der DNA wurde angelegt. Man hat aus dem Nichtfinden von Funktionen geschlossen, es gibt keine Funktionen. Und ich fahre fort mit der Paläontologie. Ich muss ein bisschen schnell durchgehen, wir haben leider nicht so viel Zeit. Das ist das Studium der Fossilien, also eines Geschichtsberichts. Wir haben in den Fossilien ja eine außerordentliche Möglichkeit, um in die Vergangenheit zurückzusehen. Die Frage ist nur, wie weit geht diese Vergangenheit zurück, wie alt sind diese Fossilien? Das ist die eine Frage. Und die zweite ist, was sehen wir denn da? Sehen wir Evolution in den Fossilien? Wie vorhin bereits ausgeführt, finden wir überall in der Natur sehr schöne parallele Gesteinsstrukturen aus Sedimentgesteinen. Und die Theorie von Charles Lyell besagt, dass eine zeitliche Abfolge besteht, sodass die unteren Gesteinsschichten sehr viel älter sind als die oberen. In den Gesteinen finden wir oft sehr gut erhaltene Fossilien. Und hier haben wir die Möglichkeit, auf eine ganz besondere Weise die Vorhersage gegen die Beobachtung zu überprüfen und damit das zu tun, wie die Wissenschaft normalerweise immer vorgeht. Eine Theorie macht eine Vorhersage und wir prüfen sie durch die Beobachtung. Wenn der Baum des Lebens von Charles Darwin wahr ist, dann müssten wir diese hier dargestellte Konvergenz der äußeren Erscheinungsformen, der Morphologie, durch die Zeit hinweg auch im Fossilbericht finden. Wir müssten im Fossilbericht finden, dass Wesen, Arten, die wir ganz oben ausgraben und solche, die wir weiter unten ausgraben, sich immer mehr ähneln, Schritt für Schritt, Schicht für Schicht aufeinander zulaufen. Und das können wir im Folgenden überprüfen. Und das ist der tatsächliche Fossilbericht, wie man ihn in den paläontologischen Datenbüchern findet. Sie laufen nicht aufeinander zu. Es gibt keine Konvergenz. Vielmehr finden wir parallele Linien. Diese bedeuten, dass die Hasenartigen, die Nagetiere, die Primaten, die wir ganz oben ausgraben, genau die gleichen sind wie die, die wir weiter unten ausgraben. Sie werden sich nicht immer ähnlicher. Das gilt hier für die Säugetiere, für einen kleinen Teil der Säugetiere, genauso wie für die Krabben, das ist diese Gruppe hier, für die unterschiedlichen Krabbenarten, sie laufen nicht aufeinander zu. Für die Tribolitenlinie, für die Tausendfüßler, für die Spinnentiere, es gilt für die Pflanzen, es gilt für die Vögel, sie finden immer wieder diese Schicht, diese parallelen Linien, die zeigen, dass sie einander nicht ähnlicher werden. Diese gestrichelten Linien, die hier eingezeichnet wurden, sind die Wunschvorstellungen oder die theoretische Vorhersage, die eben gar nicht vorhanden ist. Und hier ein paar Beispiele, die das illustrieren. Ein versteinerter Skorpion, man sieht keinerlei Spur von Evolution. Er enthält bereits alles, was der heutige Skorpion auch enthält, bis ins Detail hinein. Ein so komplexes Wesen wäre aus Evolution hervorgegangen, hätte es über viele, viele Schritte das tun sollen. Und viele Zwischenformen hätten existieren müssen. Die müsste man in den Fossilien finden. Wir finden nur vollständige. Diese Krabbe, minutiös abgebildet im Gestein, wie heute bei den Pflanzen im Gestein, rechts heute, hier ebenfalls wie abgedrückt. Die Fledermaus mit ihrem ganzen komplizierten Flugapparat vollständig bereits in den Fossilien, genau wie heute, keinerlei Evolution zu sehen. Hier beim Seestern, beim Fisch, beim Krokodil, die Atmungslöcher im Kopf, alles findet man bereits so in den Fossilien, wie es heute auch ist. Deswegen gibt Niles Eldridge zu in The Pattern of Evolution,
Es ist eine einfache, unvermeidliche Wahrheit, dass praktisch alle Mitglieder einer Biospezies im Grunde stabil bleiben im Fossilbericht, mit kleineren Fluktuationen. Also es gibt natürlich den Fall, dass wir Rassenbildungen haben, kleine Verschiebungen oder dass Arten aussterben, aber eben nicht, dass sie in ihrem Grundbauplan aufeinander zulaufen. Und Mark Ridley, ein Schüler von Richard Dawkins, schreibt in New Scientist: In jedem Fall verwendet kein echter Evolutionist, ob Punktualist oder Gradualist, den Fossilbericht als Evidenz für die Evolutionstheorie gegenüber direkter Erschaffung. Wir haben also auch hier generell keinen Beweis für Evolution und im Besonderen nicht, das werde ich jetzt gleich zeigen, was die Humanevolution betrifft, nämlich die Paläoanthropologie. Das ist die Suche nach Fossilien, die belegen könnten, dass es einen gemeinsamen Vorfahren zwischen Menschen und den Großaffen, den Schimpansen oder anderen Großaffen gegeben habe. Die Suche nach dem Affenmenschen, wie es im populären Jargon heißt. Ein sehr einflussreicher Kandidat für den Affenmenschen, sehr einflussreicher für unsere Kultur, weil heute jeder diesen kennt, ist der Neandertaler. Diese Zeichnung wurde in einer Zeitung zu Beginn des 20. Jahrhunderts veröffentlicht und als wissenschaftlich akkurat dargestellt. Sie bezieht sich auf eine Rekonstruktion eines Neandertaler-Skeletts, das Marcelin Boule, der französische Paläontologe, Anfang des 19. Jahrhunderts aufgebaut hat. Und daraufhin wurde diese Zeichnung angefertigt. Und Shreve schreibt 1994 über die Ideen von Marcelin Boule. Er glaubte, dass das Biest mit gebeugten Knien gegangen war und mit einem watschelnden Schritt, mit nach vorne hängendem Kopf auf einem untersetzten Hals, seinen großen Zeh schimpansenähnlich zur Seite gespreizt. Dieses Bild war 50 Jahre lang prägend, diese Rekonstruktion. Man folgte nicht dem üblichen Vorgehen in der Wissenschaft, dass man Beobachtung und Reproduzierbarkeit verlangte, also zumindest, dass eine zweite Forschergruppe diese Rekonstruktion untersuchen würde. Erst nach 50 Jahren geschah dies und die Rekonstruktion führte zu einem erstaunlichen Ergebnis. Im Scientific American im Jahr 1979 lesen wir bei Trinkhaus, um es zusammenzufassen, Boole und andere waren im Irrtum. Neandertaler waren nicht weniger menschlich als der moderne Mensch. Es ist nun klar, dass die Neandertaler dieselben Haltungsmöglichkeiten, manuelle Gewandtheit und Reichweite und Charakter der Bewegung hatten, wie sie der moderne Mensch hat. Und Wolpoff, einer der führenden Humananthropologen, schreibt in Race and Human Evolution 1997, Neandertaler haben viel größere Überaugenwülste als lebende Europäer und sie sind immer kontinuierlich über die Stirn entwickelt. Aber eine bedeutende Anzahl von heutigen und lebenden Indigener zu den Aborigines gehörenden Australier haben große, kontinuierlich entwickelte Überaugenwülste. Macht sie das primitiver als die Europäer? Macht das nicht vielmehr die Neandertaler modern? Das heißt, wir haben keinen Anlass, solche kleinen Unterschiede, die wir da beobachten, als Ursache dafür zu nehmen, dass es hier nicht um echte Menschen, um 100% Menschen handeln würde. Wie es heute verschiedene Menschengruppen gibt, die sich alle voneinander unterscheiden, der Europäer vom Chinesen, der Yanomami vom Eskimo und so weiter, sind doch alle 100% Mensch bei der ganzen Variationsbreite und der Neandertaler fällt hinein. Eine heutige Rekonstruktion sieht so aus, hier zu sehen im Neandertalmuseum bei Düsseldorf, nichts mehr ist gemein mit dem, was Marcelin Boule mit seiner Zeichnung veröffentlichen ließ. Kein Affenmensch. Ein weiterer Kandidat, der berühmte Homo erectus, Picanthropus wurde er genannt, also Affenmensch. Das ist eine Briefmarke der Republik Usbekistan aus dem Jahr 2002, also hochaktuell. Die Republik Usbekistan lehrt ihre Bürger mit dieser Briefmarke, dass es einen Affenmenschen gegeben habe namens Homo erectus, der so ausgesehen hat. Was sagt die Wissenschaft zu dieser Veröffentlichung, die nur eine ist von vielen auf der Welt, die dieses Bild weiter zementiert? Wir lesen über Homo erectus im American Journal of Physical Anthropology im Jahr 1983. Veränderungen in der Bewegungsanatomie von Homo erectus zum modernen Menschen waren relativ geringfügig. Und zur frühesten Homo erectus-Zeit war die Körpergröße im Wesentlichen menschlich. Und Lasker in Physical Anthropology:
Die Variationsbreite der meisten Merkmale von Homo erectus fällt in diejenige des modernen Menschen. Also heute ist sich die Fachwelt einig, es handelt sich hier ebenfalls wie beim Neandertaler um 100% Mensch, der einfach eine Variante darstellt, die es heute so nicht mehr gibt, aber sich nicht prinzipiell von der Variation unterscheidet, die wir auch heute beobachten. Wolpoff schreibt in Origins of Modern Humans: Wir betrachten die Unterscheidung zwischen Homo erectus und Homo sapiens als problematisch, wegen der Schwierigkeit, klar eine echte Grenze zwischen Homo erectus und Homo sapiens zu unterscheiden. Ein weiterer berühmter Kandidat, der Man of Sussex, der Pilton Man. Gefunden hatte man diesen Schädel. Der Finder wurde vom englischen König für diesen großen Beitrag zur menschlichen Kultur in den Adelsstand erhoben. Dieser Schädel war 40 Jahre lang im amerikanischen Schulbuch und hat Generationen von Schülern unterrichtet, woher wir kommen. Die New York Times schreibt zum Beispiel im Jahr 1912, hier kann man es lesen, Darwins Theorie als wahr erwiesen. Englische Wissenschaftler sagen, dass der Schädel, den man im Sussex gefunden hat, die menschliche Abstammung von den Affen beweist. Es dauerte hier keine 50 Jahre, nur 40, bis eine unabhängige Forschergruppe der Aufgabe nachkam, die Rekonstruktion nochmal zu überprüfen. Und das Ergebnis wurde im Time Magazin 1953 veröffentlicht. Man fand, dass der Pilton-Mensch zusammengesetzt worden war. Er bestand aus einem Schädel eines Menschen, dem Unterkiefer eines Orangutan und den Zähnen eines Schimpansen. Die Knochen wurden mit Eisenlösung und Chromsäure behandelt, um sie alt aussehen zu lassen, und die Zähne, die straffen Eckzähne des Schimpansen abgefeilt. Der Pilton-Man befindet sich heute nicht mehr im amerikanischen Schulbuch. Der Nebraska-Mensch, ebenfalls sehr berühmt, denn er wurde hier in solchen Darstellungen in den Massenmedien verbreitet. Man hat hiermit dann den Eindruck erweckt, die Wissenschaftler hätten erwiesen, dass solche Szenen real seien. Was war der Befund? Was hatte man gefunden? Das. Einen Zahn. Und aus diesem Zahn wurde jene Szene abgeleitet und veröffentlicht. Es dauerte hier nur 7 Jahre. Dann hatte man herausgefunden, dass es sich hier um eine Fehldeutung handelte, wie die Enzyklika Predicanica 1929 schreibt. 1922 wurde ein stark erodierter Zahn in Ablagerungen, die ins Pleistozän datiert wurden, am Snake Creek Steinbruch Nebraska gefunden, der einem menschenähnlichen Affen zugeordnet wurde. Hesperopithecus war der dafür vorgeschlagene Name. Aber spätere Entdeckungen zeigten, dass ein Fehler gemacht worden war und dass der Zahn zu einem Wesen einer anderen Ordnung gehörte. Man spekuliert, dass es ein ausgestorbenes Schwein gewesen sein könnte. Kommen wir zu einer Gruppe, die heute noch als Hauptkandidat für das Missing Link, für den Affenmenschen diskutiert wird, die Australopithecinen. Das ist eine sehr vielgestaltige Gruppe, die unter die zum Beispiel das berühmte Skelett Lucy fällt, Australopithecus africanus, das hier ist Robustus. Charles Oxnard beschreibt das Besondere an diesen Gattungen. Einige Studien zeigen, dass die Australopithecinen in einigen Merkmalen, Schneidezähne, Eckzähne und untere Vorderbackenzähne, in der Tat menschenähnlich sind. Und das wurde in der Literatur hervorgehoben. Aber in anderen Merkmalen, den verbleibenden Vorderbackenzähnen und Backenzähnen, zeigen andere Studien, dass sie affenähnlich sind. Das heißt, man ging generell bei den Australopithecinen so vor, wie bei dem ersten Beispiel mit der ausziehbaren Zunge, wo man aus dem gleichen Organ, das man bei dem Specht findet, schließen könnte, er wäre der Vorfahre des Erdferkels, weil der das gleiche Organ hat. Wenn man nur dieses eine Organ betrachtet, so darf man natürlich nicht vorgehen. Man muss immer den gesamten Organismus betrachten und nicht einzelne Dinge herauspicken, die sich möglicherweise ähnlich sehen. Darauf aber basiert die Zuordnung der Australopithecinen zu der Vorfahrenlinie des Menschen. Hier ist eine Tabelle, die die gemeinsamen Merkmale der unterschiedlichen Formen von Australopithecinen zusammenfasst. Also das haben sie alle gemeinsam. Nämlich in der ersten Spalte ihre menschenähnliche Eigenschaft, die Lage der Hüftgelenke. Das ist typisch menschenähnlich.
Und würde man nur die betrachten, dann müsste man sagen, ja, das sind ja eigentlich Menschenskelette. Aber in der mittleren Spalte die typisch großaffenähnlichen Charakteristika. Sie hatten sehr kleine Hüftgelenke, ganz anders als der Mensch. Ihre Hirnkapazität und die Morphologie des Gehirns am Schädelinnenabdruck war typisch für die von Affen, nicht von Menschen. Der Körperstamm war affenähnlich, das Abkaumuster der Zähne, das etwas über die Ernährungsweise sagt, affenähnlich, und der Brustkorb trichterförmig, wie es für Kletterer günstig ist, also auch affenähnliche Eigenschaft. Dann gibt es in der rechten Spalte die Eigenschaften, die weder großaffenähnlich, also zumindest nicht ähnlich zu den bekannten Großaffen sind, noch menschenähnlich sind. So konnten sie sich zumindest zeitweise zweibeinig fortbewegen, aber Bären und andere können das ja auch, viele Tiere können auf zwei Beinen stehen. Diese spezielle zweibeinige Fortbewegungsweise war aber ganz anders als die des Menschen, als der aufrechte Schreitgang des Menschen. Dann hatten sie vergrößerte Oberflächen der Backenzähne, kleine Schneidezähne, ein Flachgesicht und ganz besonders, sie hatten eine Kletterhand mit gebogenem Finger. Das, also ein Knochen, der gebogen ist. Das ist also ein ganz klares Indiz dafür, dass sich diese Wesen hangelnd durch Bäume bewegt hatten. Und vor allem gibt es kein Wesen, das wie der Mensch einen Daumen hat, der gegenüberliegend angeordnet werden kann und der ganz wichtig ist für den Werkzeuggebrauch. Also, in der Gesamtform handelt es sich bei den Australopithecinen um ausgestorbene Großaffen. Die Merkmale überwiegen eindeutig in diese Richtung. Es gibt ferner keine gleichzeitige stratigraphische Abfolge aller Merkmale in Richtung menschenähnlich. Von unten nach oben findet man nicht, dass sie immer menschenähnlicher würden. Hier sind einige Zitate aus den Wissenschaftsjournalen. Ich überspringe jetzt das eine oder andere, die das belegen. Zum Beispiel in Science 1. Eine Entdeckung von 4 Fußknochen liefert Belege, dass der Australopithecus-Fuß einen affenähnlichen großen Zeh besaß, der von den anderen Zehen abstand und hochmobil war, also fürs Klettern geeignet. Sein Fuß hat sich nur zu einem kleinen Grad von dem eines Schimpansen entfernt. Und Bernard Wood in Science: Ich habe gerade meinen Studenten erzählt, es tut mir leid, aber ich weiß nicht mehr, wie ich den frühesten Hominiden, die Australopithecinen, vom frühesten Schimpansenvorfahren unterscheiden kann. Homo habilis ist ein letzter Kandidat, den man gerne als Zwischenwesen zwischen Mensch und Affe zitiert. Dagegen gibt es aber auch hier wieder von Wood und Kallert neuere Untersuchungen in Science, wo verschiedene Eigenschaften zwischen Homo habilis und Menschen gegenübergestellt werden, wie Gehirngröße, Körpergewicht und vor allem das Verhältnis zwischen Händen und Langknochen. Und er fand, dass dieses beim Homo habilis typisch ist für einen Kletterer und nicht wie für einen bodenlebenden Menschen. Er kommt also zur Schlussfolgerung, dass auch Homo habilis aus der Gattung Homo entfernt werden sollte und zum Genus der Australopithecinen übertragen werden sollte. Und hier sind noch weitere Veröffentlichungen, wie zum Beispiel, dass in Nature 1994 die fanden, dass das Innenohr von Homo habilis ähnlich ist wie das von Meerkatzen. Und das Innenohr sagt etwas über den Gleichgewichtssinn aus und damit über die Fortbewegungsweise. Also die Evidenz ist sehr groß, dass dieses Wesen ein Großaffe war und kein Menschenaffe. Das heißt, wir haben kein einziges Wesen gefunden, dessen Gesamtmerkmale fast menschlich sind. Wäre der Mensch wirklich vom Affen hergekommen über viele Zwischenschritte, dann ist statistisch zu erwarten, dass man Fossilien findet, die diesen Übergang dokumentieren. Wir finden aber nur entweder 100% Großaffen, beziehungsweise mit Einzelmerkmalen, die man sich herauspicken kann, aber im Gesamtorganismus eindeutig Großaffe, Gorilla, Schimpanse, Orang-Utan, Australopithecinen. Wir finden nur 100% Menschen, wie die verschiedenen Homo sapiens Gruppen, die es heute auch gibt, dann den Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo erastus, heidelbergensis und so weiter, die eindeutig zu den Menschen zugeordnet werden in der Fachliteratur. Dazwischen finden wir nichts. Ein starker Beleg dafür, dass der Mensch nicht vom Affen stammt. Ein kurzer Exkurs nun noch zur Sedimentologie. Wir haben gehört, dass die Theorie von Charles Lyell besagt, dass es eine zeitliche Abfolge von niederen zu oberen Gesteinsschichten gibt und der Mechanismus der Gesteinsbildung war aus seiner Sicht, dass Wasser, stillstehendes Wasser, die Erdoberfläche bedeckt hat, Sedimente setzten sich ab, es dauerte sehr lange, dass das Gestein, die Sedimente verhärteten sich, Wasser zog sich zurück, die nächste Schicht kam Millionen Jahre später und so weiter und so fort. Und so wären angeblich diese parallelen Gesteinsstrukturen entstanden, die wir in der Natur beobachten.
Aber wie hier bereits angedeutet, die Grundvoraussetzung war, dass das Wasser still steht. Und so beobachten wir auch heute in Seen, dass sich zum Beispiel Sedimente mit einem Millimeter pro Jahr ablagern. Sieht man also eine Gesteinsschicht, die 1000 Meter hoch ist und extrapoliert von dem heutigen Naturprozess 1 Millimeter Ablagerung auf 1000 Meter, dann weiß man, das waren 1 Million Jahre, bis dieses Gebirge entstanden ist. Das ist genau das Prinzip, das der heilige Petrus vorhergesagt hat. Sie werden sagen, dass alle Dinge, die wir heute beobachten, der Schlüssel dazu sind, wie die Dinge in der Vergangenheit entstanden sind. Ja, die Dinge waren immer die gleichen, also auch die Sedimentationsrate extrapoliert man, ohne das gemessen zu haben. Das ist kein wissenschaftliches Vorgehen, aber darauf basiert diese Theorie. Guy Berthaud ist ein französischer Wissenschaftler, der an der Colorado State University das tun konnte, was Charles Lyell nicht konnte, nämlich Experimente aufbauen, die Sedimentation nachstellen, im großen Stil. Also er hat Schwemmrinnen aufgebaut, die Wasser enthielten, das Sandsedimente verschiedener Farbe, Form, Dichte enthielt und ließ diese zirkulieren. Und das war der entscheidende Faktor, den er eingeführt hat. Er war sich dessen bewusst, dass Wasser, wenn es eine Überschwemmung gibt, sich typischerweise sehr schnell bewegt und gar nicht stillsteht. Und wenn das geschieht, dann fand er einen erstaunlichen Mechanismus der Schichtbildung heraus. Man kann das auf sedimentology.fr sehen, auch die Veröffentlichungen in der Fachliteratur und Videos zu diesem Mechanismus. Ich kann diese Seite nur sehr empfehlen. Kurz hier skizziert wenigstens den Mechanismus. Er hat gefunden, dass Wasser, wenn es sich bewegt, die Sedimentpartikel mitführt und durch die unterschiedliche Dichte oder Größe ein mechanischer Sortierungsprozess vor sich geht. Hier in dem Beispiel fallen die schwereren Teile nach unten, während die leichteren Teile die obere Schicht bilden. Und wir sehen, dass die Sedimentschichten nicht durch langsames Absetzen wachsen, Schicht für Schicht, sondern mit dem Wasser horizontal und vertikal, gleichzeitig und sehr schnell in Echtzeit. Nicht über Millionen von Jahren bilden sich solche parallelen Strukturen. Das ist beobachtbar im Labor. Hier ist so ein Schnitt, nachdem das Wasser entfernt wurde. Und man sieht genau diese parallelen Schichtstrukturen, wie man sie auch in den Gebirgen beobachtet, hier nochmal von der Seite, in sehr kurzer Zeit erreicht. Dass dieser Mechanismus in der Natur tatsächlich wirksam ist und war, wird durch viele Dinge unterstützt, wie zum Beispiel das Phänomen von Fossilien, die durch mehrere Gesteinsschichten hindurchragen, wie dieser Baumabdruck. Es ist unmöglich, dass der Baum da stand und die unterste Schicht gelegt wurde und erst Millionen Jahre später die nächste Schicht und so weiter und so weiter. Kein Baum kann so lange stehen bleiben. Also muss diese Ablagerung sehr schnell nach dem Mechanismus, den Guy Berthaud empirisch gefunden hat, vonstatten gegangen sein. Ein weiteres sehr wichtiges Indiz, das ist die vollständige Abwesenheit von Unregelmäßigkeiten zwischen den Gesteinsschichten. Man findet keine Erosion. Wäre es wahr, dass das Wasser sich zurückgezogen hat und für Millionen von Jahren war die Oberfläche Wind und Wetter ausgesetzt, was würden wir erwarten? Natürlich das Gleiche wie das wir jetzt in der Natur sehen oder hier auf den obersten Schichten. Eine völlige Unregelmäßigkeit, Verwitterung bereits nach wenigen Jahren, wie erst nach Millionen von Jahren. Wenn Lyells Theorie wahr wäre, hätte es trotz gleicher Vegetation, die Fossilien belegen es, keinerlei Erosion gegeben über viele Kilometer in der ganzen Welt. Das ist schwer zu glauben. Und wir wüssten auch, wenn jetzt die nächste Schicht käme, die nächste Überschwemmung und würde wieder etwas ablagern hier oben, dann wäre es jetzt hier aus mit der Parallelität, weil da oben ist Verwitterung und Unregelmäßigkeit. Also das ist ein ganz starker Hinweis für den Mechanismus der schnellen Fossilbildung. Und hier eine neue Entdeckung von Mary Schweitzer, die ihre Entdeckung zufällig gemacht hat in Dinosaurierknochen. In Journal of Vertebrate Paleontology in Earth and Science in Scientific American über 20 Jahre hinweg veröffentlicht und verteidigt gegen Kritik, hat sie ihre Entdeckungen dargestellt, nämlich dass sich in Dinosaurierknochen weiches Gewebe finden lässt. Blutgefäße, Blutzellen, Proteine. Dazu muss man wissen, dass Dinosaurier in Gesteinsschichten gefunden werden, denen man 65 Millionen Jahre zuordnet. Können solche Strukturen wie dieses weiche Gewebe aus Dinosaurierknochen, das man auseinanderziehen kann und das sich elastisch wie ein Gummi wieder zurückzieht, können die 65 Millionen Jahre ohne zu verwesen bestehen? Mary Schweitzer sagt, es muss sich hier um einen ganz außergewöhnlichen Konservierungsmechanismus handeln, anstatt die Alter zu hinterfragen, die dem zugeordnet werden, diesen Gesteinsschichten. Hier ein Beispiel von einem Blutgefäß in einem Tyrannosaurus Rex, da die Blutzellen
In der Mitte enthalten sie diesen schwarzen Punkt, der typisch ist für Reptilien. So etwas kann nicht Millionen Jahre alt sein. Deswegen sagt Guibertot, dass aufeinanderfolgende Beobachtungen und Experimente zeigen, dass Stenos und Lyells stratigraphisches Modell nicht mit den experimentellen Daten auf einer Linie liegt, weil es den wichtigsten variablen Faktor der Sedimentologie übersehen hatte, die Strömung und ihre chronologischen Auswirkungen. Wir haben also auch in der Paläontologie keinen Beweis für die Evolutionstheorie. Und angesichts des Fortschreitens der Zeit will ich den nächsten Punkt nur, achso, vielleicht noch ein wichtiges Wort. Die Abfolge der Fossilien im Fossilbericht, in den Gesteinsschichten, könnte man alternativ möglicherweise auch dadurch erklären, dass diese Wesen an unterschiedlichen Orten gelebt haben. Je näher sie am Ozeanboden leben, desto früher werden sie begraben. Das wäre möglicherweise ein Alternativmodell, um das Auffinden in unterschiedlichen Gesteinsschichten zu erklären. Kommen wir zu einem abschließenden Feld, wo nach Evolutionsbeweisen gesucht wird, der Populationsgenetik. Hier handelt es sich um etwas Beobachtbares und Reproduzierbares der Rassen- und Artbildung. Wir wissen es aus der Züchtung, bei den verschiedensten Wesen, auch in der Natur, gibt es Rassen- und Artbildung. Es gibt sogar solche Rassen- und Artbildung, die zu Resistenz führen. Insekten können resistent gegen Insektizide werden, Pflanzen resistent gegen Herbizide. Ist das nicht, wie es manchmal dargestellt wird, Evolution in Aktion? Haben wir nicht hier den gesuchten Beweis? Um diese Frage zu beantworten, genügt es, sich den Mechanismus jeglicher Art von Rassenbildung anzusehen, oder wenn man es lieber nennt, Artbildung, je nach Definition, die man zugrunde legt. Es beginnt immer mit einer variablen Population. Hier schematisch dargestellt durch diese Punkte, das sind die Individuen, zum Beispiel in einer Wolfspopulation. Unterschiedliche Farben heißen, die haben unterschiedliche Eigenschaften. Der eine hat ein bisschen längere Nase, kürzere Nase, längeres Haar, kürzeres Haar oder irgendwie andere Form. Aber klar, alle sind Wölfe und sie vermischen sich miteinander und sind so stabil. Will man eine neue Rasse bilden, ist der erste Schritt immer Isolation. Man muss eine Teilgruppe nehmen und verhindern, dass sie sich mit der Ursprungspopulation vermischt, mit ihr fortpflanzt. Und man kann hier bereits erkennen, dass dieses Abisolieren nicht notwendigerweise dieselbe Genhäufigkeit hat wie in der Ursprungspopulation. Also allein durchs Rausnehmen, das kann die Natur machen, das kann der Mensch machen, verändere ich schon die Genhäufigkeit. Diese isolierte Gruppe hat keine andere Möglichkeit, als sich durch Inzucht weiter zu vermehren. Das ist ungesund. Normalerweise stirbt sie dann weg, weil es führt zu einem weiteren Genverlust. Das ist keine gute Sache. Wenn sie sich doch stabilisieren könnten und wachsen, dann schaffen sie dadurch eine neue Rasse. Allein durch sogenannte genetische Drift, das heißt allein durch Herausselektieren von, das ist nun ganz wichtig, bereits vorhandenem genetischem Material. Also Rassenbildungsprozesse schaffen nicht das, was die Evolutionstheorie braucht, nämlich die Entstehung neuen genetischen Materials, neuer Organe und Funktionen. Sie extrahieren nur bereits Vorhandenes. Sie sind in der Tat eine genetische Verarmung. Diese Prozesse, die wir gerade eben gesehen haben mit den Hunden oder mit den Tauben und so weiter, das ist ein Prozess in die entgegengesetzte Richtung von Evolution. Nicht Höherentwicklung, sondern Herunterentwicklung. Zwar Unterschiede, aber Verlust von Genen, man müsste es besser Devolution nennen. Leider wird es manchmal Mikroevolution genannt und dieser Begriff suggeriert, es handelt sich um kleine Schritte in Richtung Evolution. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um Prozesse entgegen des angenommenen Evolutionsvorgangs. Jetzt müssen wir etwas schneller durchgehen. Hier zur Resistenzbildung. Wie funktioniert denn die? Die Voraussetzung für Resistenzbildung ist, dass es bereits in einer Ursprungspopulation einzelne Individuen gibt, die gegen Gift, wie hier diese Käfer gegen das Insektizid, resistent sind. Nur dann kann Resistenzbildung geschehen. Und wie geht das vor sich? Ganz einfach, das Gift wirkt wie ein Züchter, der selektiert. Die nicht resistenten Individuen sterben mit größerer Wahrscheinlichkeit, sodass in der nächsten Generation von dem resistenten Zweig viel mehr vorhanden sind als ursprünglich. Und bei weiterer Behandlung mit dem selektierenden Gift wird schließlich eine neue Rasse entstehen, die völlig resistent ist. So simpel ist das. Und das lässt sich leicht nachweisen. Hier sind einige Beispiele von Mutationen, die wir so kennen. Ihnen gemeinsam ist allen, dass sie entweder neutral oder schädlich sind.
wie dieser blinde Höhlenfisch, der seine Augen verloren hat, aber in der Höhle, wo kein Licht ist, braucht er sie nicht. Solche Mutationen kennt man, aber die sind alles andere als geeignet, um Evolution zu belegen, weil sie ja wieder einen Verlust darstellen. Wie sieht nun eine resistente Mutation aus, die es geben muss, damit eine solche Art sich bilden kann? Ja, but he told me that the Hebraicum course is skipped, so I can a bit make this a bit longer and shorten the other talk. Or you can, I think some of the people have a class, but you could just pick up where you left off, in, if you could, because I think some people have to go to. Okay. Gleich, also um 10, haben viele nicht. Leute um 10 eine weitere Vorlesung? Okay, wunderbar, dann würde ich noch gerne, Dankeschön. Ja. Also, in einigen Fällen hat man nun diese Individuen, die resistent sind, genauer untersucht und hat gefunden, worum, wie die das geworden sind. Ist da ein neues Organ? Ist da eine neue Funktion? Hier am Beispiel von Amaranthus hybridus, das ist ein Unkraut. Gegen dieses Unkraut hat man ein Herbizid, ein Unkrautvernichtungsmittel entwickelt namens Atrazin. Atrazin hat die Eigenschaft, dass es ein Protein von Amaranthus hybridus bindet, namens QB. QB ist wichtig für die Photosynthese. Sobald das Herbizid anbindet, kann die Photosynthese nicht mehr stattfinden, die Pflanze stirbt. Jetzt hat das Atrazin die Besonderheit, dass es nur an eine ganz bestimmte Stelle dieses Proteins QB ankoppelt, an eine Aminosäure namens Serin. In der DNS, im Erbgut, wird Serin durch eine Buchstabenfolge namens AGT kodiert. Also es gibt in Gen, die Gene, das ist ein ganz langer Buchstabencode, ein sehr langer Satz. Es gibt dort vier Buchstaben, die sich abwechseln. Das sind vier Nukleobasen, also komplizierte Moleküle. Und nur diese bilden das Alphabet. Und in dieser langen Aneinanderreihung ist alles kodiert, was zum Aufbau von Proteinketten notwendig ist. Da gibt es eine Lesemaschine, die liest diese Kette. Und wenn sie findet zum Beispiel AGT, Adenin, Guanin und Thymin, dann wird sie eine Serin-Aminosäure bauen an der richtigen Stelle. Jetzt gibt es aber kleine Schreibfehler, Mutationen. Punktmutationen. Wenn A durch G vertauscht wird, also die eine Nukleobase durch die andere, das kann immer mal wieder passieren, das ändert nicht viel. Aber dieser kleine Schreibfehler sorgt dafür, dass die Lesemaschine jetzt statt Serin Glycin in das Protein QB einbaut. Nun kann das Atrazin nicht mehr anbinden, denn nur an die Variante mit Serin kann es anbinden, nicht Glycin. Damit ist diese Variante resistent. Die Photosynthese funktioniert glücklicherweise immer noch. Also so simpel funktioniert Resistenzbildung. Und ganz wichtig hier wieder zu erkennen, durch diesen Prozess erhöhen wir den Informationsgehalt im Genom nicht. Wir haben kein neues Organ, keine neue Funktion erzeugt, nur eine Veränderung auf derselben Komplexitätsebene. Deswegen kann Marcel Giertitsch, der Genetiker in A Scientific Critique of Evolution, in einer Konferenz in Rom im Jahr 2009 sagen, dies hilft in keiner Weise, um die Evolutionstheorie zu unterstützen. Lehrbücher, die davon sprechen, dass Rassenbildung ein Beispiel eines kleinen Schrittes der Evolution wäre, positive Mutationen, neue Organe oder Funktionen ergeben würden, Anpassung an Antibiotika oder Herbizide Beispiele von Evolution wären, desinformieren. Wir haben also in keinem dieser Forschungsgebiete einen Beweis für Evolution gefunden. Das ist eine große Übereinstimmung aus voneinander unabhängigen Forschungszweigen, die in sich genommen schon ein starkes Gegenargument für die Tatsächlichkeit eines solchen Prozesses darstellt. Fahren wir aber nur noch kurz fort mit Beweisen dafür, dass tatsächlich die Arten ursprünglich sind. Das heißt, im Rahmen ihrer natürlichen Variabilität sind sie konstant und waren seit ihrem ersten Auftreten so, wie sie jetzt sind. Ich beginne mit der Physik, mit der Thermodynamik. Die Physik gibt uns die grundlegendsten aller Naturgesetze. Das erste Hauptsatz der Thermodynamik, die Energieerhaltung. Und der zweite Hauptsatz, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Der beschreibt, wie alle Materie sich verhält. Da gibt es keinen Ausweg. Hier dargestellt an einem Gas, an den Gasmolekülen, die sich in einem Behälter bewegen. Moleküle bewegen sich zufällig in alle Richtungen. Und alles ist ja aus Atomen und Molekülen, alles Materielle zusammengesetzt. Das resultiert in einer permanenten Änderung von Impuls und Richtung. Als Resultat hat man immer, je länger man wartet, eine ungeordnete Verteilung von jeglicher Struktur von Materie. Es geht also immer von Ordnung zu Unordnung. Niemals von Unordnung zu Ordnung.
Man sagt auch von einem Zustand niedriger Wahrscheinlichkeit zu einem Zustand hoher Wahrscheinlichkeit, was immer sich in der Natur abspielt. Und die Physiker haben für diese Größe Wahrscheinlichkeit eine Methode gefunden, wie sie für jede Materiestruktur das ausrechnen können. Wie wahrscheinlich ist es, dass, angenommen mein Körper wäre lauter unabhängige Moleküle, wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich in Form dieses Körpers anordnen? Das kann man exakt ausrechnen. Das führt zu so kleinen Wahrscheinlichkeiten, dass man eine Hilfsgröße einführen musste, um die Zahlen mit etwas weniger Nullen auszustatten. Das ist die Entropie S, nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Ordnungsstruktur. Die mathematisch saubere Formulierung, für die es interessiert, S ist K mal der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit. K ist die kleine Boltzmann-Konstante. Und so ergibt sich dann die Lehrbuchformulierung dieses bedeutenden zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Ein System, also eine Ansammlung von Materie, wird niemals von selbst in einen signifikant weniger wahrscheinlichen Zustand übergehen. Das heißt, seine Entropie wird nie um mehr als einige K, die kleine Boltzmann-Konstante, abnehmen. Dies ist das Grundgesetz der Natur für isolierte Systeme. Das muss ich noch hier dazufügen, aber ich komme gleich darauf. Was bedeutet das? Das heißt, dass jegliche physikalische und chemische Reaktion diesem Gesetz gehorchen muss. Alles geht immer von einem Zustand größerer Ordnung zu einem Zustand größerer Unordnung. Niemals umgekehrt. Beispiele aus dem Alltag. Habe ich einen Stapel Papier und stelle den hier auf und mache das Fenster auf und lasse Wind und Wetter hier reinziehen. Was erwarte ich? Nach kurzer Zeit habe ich ein Durcheinander im ganzen Raum. Aber keiner würde erwarten, dass wenn er jetzt tausende oder Millionen Jahre wartet mit offenem Fenster, dass sich dieser Stapel der Unordnung wieder fein säuberlich zusammensetzt, wie am Anfang. Niemals. Völlig statistisch ausgeschlossen, obwohl es den Energieerhaltungssatz nicht notwendigerweise verletzen müsste. Das genau besagt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Ein anderes Beispiel: habe ich zwei Flüssigkeiten, die, sagen wir, die gleiche Dichte hätten, aber sich jetzt hier in der Farbe unterscheiden, dann wüssten wir durch die Gesetze der Diffusion, nach und nach vermischen die sich von selber. Aber die werden, egal wie lange ich diese Flüssigkeit stehen lasse, sich niemals wieder von selbst entmischen. Das ist statistisch ausgeschlossen. Die Moleküle in der Flüssigkeit bewegen sich wild durcheinander. Ja, und so erkennen wir auch die Bedeutung dieses zweiten Hauptsatzes für alles in unserer alltäglichen Welt. Und Albert Einstein, der an keinem Naturgesetz nicht gerüttelt hätte, sagte, der zweite Hauptsatz ist die einzige physikalische Theorie mit universellem Inhalt, von der ich überzeugt bin, dass sie nie umgestürzt werden wird. Und hier sehen wir schon den Konflikt. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt, Unordnung kann nie in Unordnung übergehen, aber die Evolutionstheorie behauptet gerade das Gegenteil. Unordnung, ein paar Moleküle am Anfang, haben sich in Form von Menschen und anderen Wesen angeordnet. Wenn man dieses Argument vorträgt als Argument gegen die Evolutionshypothese, wird man häufig darauf hingewiesen, dass ja der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nur für sogenannte isolierte Systeme formuliert ist, nicht für offene Systeme. Um diesen Einwand zu untersuchen, schauen wir nun, was offene Systeme sind und was sie leisten können und was nicht. Ein offenes System ist ganz einfach eins, das Energie exportieren und importieren kann. Also einfach Materie, die ich abkühlen kann oder erwärmen kann. So simpel, mehr ist das nicht. Und dann, in der Tat, dann gibt es Prozesse, wo doch Ordnung erscheinen kann. Zum Beispiel, nur eins bringe ich jetzt, Wassermoleküle, Wasserdampf, H2O, hier dargestellt mit dem großen O und den beiden kleinen H-Atomen, bewegen sich wild durcheinander. Wenn man sie abkühlt, in einem offenen System die Energie exportiert, was passiert? An irgendeinem Punkt kann es geschehen, dass ich wunderbare Ordnung sehe, die vorher ja anscheinend gar nicht da war. Also hier ein klarer Beweis, der zweite Hauptsatz gilt doch nicht, wenn ich erhitzen oder abkühlen kann. So hat es den Anschein. Aber auch hier müssen wir einfach wieder in den Mechanismus hineinschauen, wie vorhin bei der Populationsgenetik, um die Tragweite zu verstehen. Was ist genau geschehen in diesem Prozess, wo die Entropie abnahm? Die Wassermoleküle, wenn man abkühlt, ordnen sich so aneinander an, dass jeweils ein H und ein O, das H eine Brücke bildet zwischen den beiden O-Atomen. Und weil das Wassermolekül eine ganz gewisse vorgegebene Geometrie hat, einen ganz vorgegebenen Winkel,
hat es gar keine andere Möglichkeit, als eine sechseckige Wabenstruktur zu bilden. Das ist schon vorgegeben. Und wenn die weiter wächst, dann muss sich notwendigerweise ein sechszähliger Kristall bilden. Das ist alles, was dahinter steckt. Mit anderen Worten, in solchen Prozessen, und jetzt hier insbesondere mit der Schneeflockenstruktur, ist bereits die Ordnungsinformation im zugrunde liegenden Molekül vorprogrammiert. Das heißt, die Ordnungsinformation wird nicht erzeugt in offenen Systemen durch Erhitzen oder Abkühlen, sondern nur sichtbar gemacht. Und so könnte man die für das Leben als relevant vorgestellten Moleküle, wie hier Ammoniak, CO, Wasser, Methan, Wasserstoff, Methan und so weiter, aus denen Aminosäuren entstehen sollten, anführen. Durch Abkühlen allein kann ich keine solchen wie für das Leben wichtigen Grundmolekülen wie den Nukleobasen, den Zucker und den Aminosäuren bilden. Das geht einfach nicht, weil die Ordnungsstruktur, die wir hier sehen, ist in diesen Molekülen nicht vorprogrammiert. Das wäre durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ausgeschlossen. Leben kann nicht durch Naturprozesse entstehen. Nun hat man durch sogenannte Miller-Experimente zwar durchaus Aminosäuren erzeugen können, aber man muss berücksichtigen, da war immer ein Ingenieur dabei, der diese Substanzen in der rechten Weise zusammengeführt und gereinigt hat. Das darf man nicht übersehen. Also Energie kam hier rein. Die Evolutionstheorie besagt, es ging ohne einen Ingenieur. Selbst wenn man solche Moleküle dann hätte, solche Komplexen wie Zucker oder Nukleobasen, durch das offene System, durch Energie ausführen oder einführen, würde ich nicht ein DNA-Molekül erzeugen können, weil das ist ein kodiertes Molekül, das enthält in keiner Weise etwas, was vorher schon vorhanden war. Auch das ist durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ausgeschlossen. Desgleichen Aminosäuren können durch Abkühlen nicht zu Proteinen werden, zu komplexen chemischen Maschinen. Hier ist die Ordnungsinformation noch nicht enthalten. Der zweite Hauptsatz schließt es aus. Und schließlich, wenn ich alle diese Dinge doch hätte, dann könnte sich durch Abkühlen immer noch keine Zelle bilden. Wir nennen sie einfach, aber sie ist hochkomplex. Hier zum Beispiel ist ein Elektromotor drin, und die ist organisiert wie eine Fabrik. Und hätte ich schließlich doch ein primitives Organ geschafft, wie hier ein Augenprototyp, dann könnte Abkühlen oder Erhitzen nicht ein komplexeres Organ erzeugen, weil die Ordnungsinformation nicht enthalten ist. Prigogine gibt das zu in Physics Today im Jahr 1972 bereits. Er sagt, in einem offenen System gibt es die Möglichkeit der Bildung von geordneten Strukturen mit niedriger Entropie bei hinreichend niedriger Temperatur. Dieses Ordnungsprinzip ist verantwortlich für das Erscheinen von geordneten Strukturen wie Kristallen. Leider kann dieses Prinzip die Bildung biologischer Strukturen nicht erklären. Und deswegen kommt Joseph Holzschuh zu dem Schluss: Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik errichtet eine unüberwindbare wissenschaftliche Barriere für Evolution. Und ich komme nun, muss das eine leider überspringen in der Kürze der Zeit, ein ganz wichtiges Argument gegen die Evolutionstheorie noch, die jeder nachvollziehen kann, ohne mit physikalischer Terminologie vertraut zu sein. Wäre die Evolution wahr, dann müsste es sehr viele evolvierende Organe in der Natur geben, nicht nur in den Fossilien, sondern auch jetzt. Denn dann hätte ja gemäß dem Baum des Lebens, zum Beispiel auf dem Weg vom Reptil zum Vogel, jede Zwischenform existiert in großer Anzahl über sehr lange Zeit. Wir sehen bei solchen Ketten aber immer, dass der Unfitteste, der ganz am Anfang steht, der hat eine Nische gefunden bis heute und existiert noch in breiter Variation, aber von den vermeintlichen Zwischenwesen hat gar keins eine Nische gefunden, obwohl sie alle nur deshalb ins Dasein kamen, weil sie fitter waren als der am Anfang. Das ist ein Widerspruch in sich. Diese hier hätten eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit bis heute, zumindest manche von ihnen, als der Unfitteste in der Linie. Wir beobachten das Überleben des Unfittesten, also ein klarer Widerspruch zur Evolutionslehre. Und das gilt für das erste Leben, das in keiner Vorform existiert, für die verschiedenen Augenformen, die hochkomplex sind, aber keine Vorläufer haben, für komplexe Pflanzen und natürlich für die Schönheit in der Natur, die wir sehen. Die sehen wir immer nur ganz oder gar nicht. Wir sehen viele solche Hühnervögel, die gar keine solche Schönheit haben, die ganz primitive Gefieder haben, und diesen Pfau, der es vollständig ausgestaltet hat. Die Zwischenwesen, warum sehen wir die nicht? Die wären ja alle fitter als diejenigen, die überhaupt kein Muster haben, gemäß Evolutionstheorie. Die einzige mögliche Antwort ist, es hat sie nie gegeben. Und ich komme nun zum Abschluss, auch beim Mensch ist es so, es gibt keine Wesen mit evolvierender Sprache. Das wäre ja auch ein Charakteristikum, um eine Abstammung des Menschen nachzuweisen. Die müsste es dann heute noch geben. Kommen wir zu einem abschließenden Argument aus der Philosophie, ein sehr einfaches. Das bezieht sich auf unser Bewusstsein. Es gibt gemäß der Evolutionstheorie auf der Welt nur das, was einen Evolutionsvorteil liefert, was im Kampf ums Dasein vorteilhaft ist. Was ist der Kampf ums Dasein? Der Körper muss besser überleben.
Er muss Gefahren besser ausweichen, er muss mehr Energie bekommen, er muss sich besser fortpflanzen, die Gene weiterbringen. Darum geht's. Das kann ein Mechanismus, wie zum Beispiel dieser Einzeller hier. Wenn eine Gefahr besteht, dann braucht es kein Bewusstsein, der kann einfach davonschwimmen durch einen Mechanismus, durch einen Computercode, durch ein Programm. Hätte nun eine Mutation existiert, die diesem Wesen Bewusstsein gegeben hätte, dass er zum Beispiel Schmerz spürt, wenn eine Gefahr kommt, dann hätte das zur gleichen Reaktion geführt, in keiner Weise unterschiedlich, also zum gleichen Selektionsvorteil, nämlich gar kein zusätzlicher, die gleiche Reaktion, aber ein deutlich komplexeres Wesen, was immer man glaubt, was Bewusstsein ist, selbst aus materialistischer Sicht. Es wäre ein Zusatz, der keine Funktion hat. Gemäß Evolutionstheorie wird sowas sofort ausselektiert. Das Gleiche gilt für den Menschen. Wir haben Bewusstsein, wir spüren zum Beispiel Schmerz, um das Einfachste zu nehmen. Das ist eine sinnvolle Reaktion, dadurch erhöhen wir unsere Überlebenswahrscheinlichkeit. Wären wir aber durch Mutation und Selektion entstanden, dann wäre vielmehr so ein Wesen entstanden. Ein Roboter, der kann genau das Gleiche wie wir auch. Jegliche gleiche Reaktion wäre genauso überlebenstauglich, aber er braucht gar kein Bewusstsein, er kann das Gleiche machen. Daraus folgt, dass unser Fühlen, und sei es nur das Schmerzspüren, nicht das Produkt von Mutation und Selektion sein kann. Denn es erzeugt nicht mehr Fitness, als ein Roboter auch hätte. Aber der Roboter tut es bei weniger Komplexität. Er hätte den Vorteil. Die Selektion hätte uns längst ausgemerzt. Ja? Daraus folgt also, dass die Seele nicht durch Evolution entstanden sein kann. Und weiter, weil Augen, Hände, Beine und so weiter die bewusste Kontrolle durch die Seele brauchen, sonst machen wir Unsinn mit dem Körper. Deswegen kann auch der Körper nicht durch Evolution entstanden sein. Und mit diesem Argument möchte ich nun diesen Vortrag schließen, die jetzt in Schlussfolgerung lautet, dass die Arten ursprünglich sind. Sie sind dieselben, wie sie seit ihrem ersten Auftreten waren. Und es gibt keine Naturprozesse, durch die wir ihre Entstehung erklären könnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich möchte in 5 Minuten mit dem nächsten Vortrag über Kosmologie, über die Urknalltheorie fortfahren. Ich würde mich freuen, wenn es noch einige Zuhörer dran gibt. Dankeschön.